Herzlich willkommen zu Daniels Heimkino-Ecke. Ich habe mal hier zusammen mit der Redaktion eine neue Idee versuche ich hier ins Leben zu bringen. Ich möchte über Heimkino-Releases sprechen, also auf gut Deutsch über DVDs und Blu-rays. Hin und wieder kommen einfach DVDs und Blu-rays auf den Markt, die konnten wir im Kino nicht besprechen, weil sie nie im Kino gelaufen sind oder die sind auf irgendwie keinem Streamingdienst erhältlich, was ein bisschen schade ist. Und deswegen bin ich jetzt hier angetreten, um euch ein paar Scheiben auf die Augen zu legen oder unter die Augen zu jubeln. Und damit würde ich jetzt auch direkt mal beginnen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich weiß, es ist schon ein bisschen länger her, dass der im Regal steht, aber ja, Dungeons & Dragons solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte führen, denn vielleicht kurbeln die DVD- und Blu-ray-Verkäufe ja ein bisschen das Einspielergebnis des Films an, sodass wir vielleicht noch einen zweiten Teil bekommen. Das wäre nämlich schön. Das ist nämlich ein schönes Fantasy-Abenteuer mit schönen Darstellern, schönen Figuren, einem schönen Worldbuilding und schönen handgemachten Effekten. Und deswegen hat er es auf jeden Fall verdient, hier erwähnt zu werden. Noch viel besser und noch viel erwähnenswerter ist meiner Ansicht nach ein Film namens Freaks Out. Ja, von dem habe ich schon ein paar Mal an allen möglichen Stellen erzählt. Es ist der zweite Film von Gabriele Magnetti und handelt von vier Zirkusfreaks im Jahre 1943 in Rom. Die wollen eigentlich nur ihre Zuschauer beglücken mit irgendwelchen schönen Varieté-Shows. Es geht um einen Wolfsmensch, es geht um einen Elektro-Girl, es geht um einen Albino, der Insekten beeinflussen kann, und es geht um einen Magnetmann mit einem ziemlich großen Penis. Das sage ich, weil es wirklich Thema in diesem Film ist. Diese vier sind halt in einem Zirkus unterwegs, der wird von den Luftangriffen zerbombt und daraufhin beschließen sie, auszuwandern und landen über kurz oder lang im Zirkus Berlin, der gerade in Rom gastiert, unter Leitung von einem Mann namens Franz. Franz ist ein Vorzeige-Nazi mit sechs Fingern, der in der Lage ist, in die Zukunft zu sehen. Und der hat schon sowohl Handys als auch Fidget Spinner, aber auch eben den Untergang Adolf Hitlers gesehen. Und jetzt versucht er halt mit diesen Zirkusfreaks zusammen eine neue Lösung für den Weltkrieg zu finden. Und das haben die vier Freaks gar nicht so gerne und stemmen sich dagegen. Und was daraus entsteht, ist ein Film, wie er heutzutage nicht mehr in Hollywood wirklich gemacht wird. Er besitzt eine gewisse Härte. Es wird blutig, es wird hart, es wird unangenehm. Er besitzt aber auch Humor, was man unter anderem halt unter diesen vier Hauptfiguren feststellen kann. Es ist alles handgemacht und sogar die digitalen Effekte sind wirklich gut für ein sehr geringes Budget. Und das Ganze erzeugt meiner Ansicht nach dann eben einen Indiana Jones Abenteuerfilm-Flair, den ich schon so lange nicht mehr im Kino erlebt habe. Ich habe ein sehr schönes Erlebnis mit diesem Film gehabt. Ich habe ihn, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, waren wir in Spanien. Und es gibt eine Szene, in der eine Armee von Versehrten, auf die die Freaks irgendwann mal treffen, in der stimmen sie Bella Ciao an. Und das ganze Kino hat leise mitgesungen. Das war ein richtiger Gänsehautmoment. Und darüber hinaus schafft es der Film nie, den Fokus zu verlieren, beziehungsweise nie die Figuren aus den Augen zu verlieren, trotzdem Spannung, Spaß und Spektakel zu bieten und letztendlich eine wirklich runde Geschichte zu erzählen. Und deswegen solltet ihr euch meiner Ansicht nach Freaks Out auf jeden Fall ins Regal stellen oder zumindest mal ausleihen. Willkommen! Drei, hallo! Zwei, Arschlöcher! Eins. So, und dann habe ich noch einen Film für euch, der zählt mit zu meinen Lieblingsfilmen der letzten Jahre und ist vor allem für Thriller-Fans sehr, sehr empfehlenswert. Er heißt Limbo von Regisseur Soi Chiang. Der hat unter anderem Filme gemacht wie Dog by Dog oder SPL 2. Das sind zumindest zwei der Filme, die ich kenne, die hierzulande auch auf DVD und Blu-ray erschienen sind. In Limbo geht es um zwei Polizisten. Einen abgebrühten Cop, der gerade aus einer frischen Suspendierung zurückgekommen ist, und einen Neuanfänger, ein bisschen so ein schnöseliger Typ. Und die beide sollen sich auf die Suche nach einem Killer machen, einem Serienmörder, der vor allem Frauen sehr übel zurichtet. Also vor allem schneidet er ihnen die Hände ab. Und die Leichenteile oder die Leichen, die gefunden werden, weisen sich halt eben dadurch aus, dass ihnen immer irgendwie eine Hand fehlt. Ja? Und die beiden versuchen jetzt in Hongkong herauszufinden, wer der Killer ist, und benutzen dafür eine junge Frau namens Wong To, die noch eine Rechnung mit dem einen der beiden Cops offen hat. Beziehungsweise einer der beiden Cops hat eine Rechnung mit Wong To offen. Und deswegen zwingt er sie halt eben da, bei dieser Ermittlung mitzuarbeiten, dass es halt einfach keine wahre Freude ist. Dieser Film ist ungeheuer nihilistisch, er ist ungeheuer böse und abgründig und gönnt sich vielleicht hier und da ein bisschen zu lange Zeit, aber ist allein inszenatorisch Bombe.
Wirklich, ein großartiger Film, komplett in Schwarz-Weiß fotografiert von unter anderem dem Kameramann, der für Election 1 und 2 zum Beispiel oder Exiled oder Drug War oder The Mission von Johnny To hinter der Kamera stand. Und der schafft es, Bilder von Hongkong einzufangen. Die haben mir die Schuhe ausgezogen, beziehungsweise die haben mir Gänsehaut über den Körper gejagt. Das war unglaublich, wenn sie halt durch irgendwelche engen Gassen sausen oder jagen, ganz dicht dran. Oder wenn sie aber auch größere Szenerien wie eine Verfolgungsjagd in einem Parkhaus zum Beispiel aufgreifen. Und darüber hinaus ist hier auch die Ausstattung einmal wirklich hervorzuheben. Denn dieses Hongkong ist ein Hongkong, das man so im Film noch nicht gesehen hat. Es ist vollgestopft an allen Ecken und Enden mit Müll. Und diese Settings, die dort zu sehen sind, sind so voller Details und so reich an Ausstattung. Es ist unglaublich. Dieses Gesamtwerk ist ein Film, der mich richtig im wahrsten Sinne des Wortes geflasht hat. Auch wenn er vielleicht hier und da in seinen Versatzstücken ein bisschen bekannt vorkommt und gerade gegenüber Frauen sehr, sehr böse ist. Aber wenn man da mal genauer hinguckt, merkt man, was Soi Chiang eigentlich aussagen möchte, nämlich über den Zustand A in Hongkong, über den Zustand in der Welt gegenüber Frauen und eben, wie wir vielleicht auch ein bisschen mehr darauf achten sollten, unseren Müll nicht einfach nur in irgendwelche Ritzen zu quetschen, sondern eben halt sich wirklich darum zu kümmern und ihn richtig zu entsorgen. Alles in allem ergibt meiner Ansicht nach einen der besten Thriller der letzten Jahre, der gerade inszenatorisch ein Meilenstein ist. Und wenn ihr Bock habt, dass ich noch weitere DVDs oder Blu-rays hier vorstelle, dann lasst uns doch gerne mal sowohl einen Daumen, aber auch einen Kommentar da, denn dann mache ich das hier gerne, weil ich finde, es sind immer wieder schöne Filme, die man ja auf DVD oder Blu-ray entdecken kann und die halt nicht gerade irgendwie so eine große Bekanntheit oder eine große Polarität erreichen oder halt vielleicht auch nicht das größte Werbebudget haben. Und genau deswegen möchte ich jetzt hier sitzen. Und wenn ihr Bock drauf habt, lasst uns gerne Feedback da und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dankeschön, tschüss!